Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Hisbollah-Miliz bestätigt Tod zweier hochrangiger Kommandeure. Sie seien gestern bei einem israelischen Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut getötet worden. Einer der beiden, Militärchef Akil, soll laut israelischer Armee einen Überfall auf Israel geplant haben. UN-Menschenrechtskommissar Türk bezeichnet Angriff mit explodierenden Kommunikationsgeräten im Libanon als völkerrechtswidrig. Auf einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats zur Lage in Nahost warf zudem der libanesische Außenminister Israel Terrorismus vor. Der israelische Botschafter sagte, man wolle keine Ausweitung des Konflikts, man wolle die eigene Bevölkerung schützen. Secret Service legt Fehler bei Attentat auf Trump im Juli offen. Wichtige Informationen seien nicht auf dem gewohnten Wege weitergegeben worden und hätten nicht alle erreicht, sagte der geschäftsführende Leiter der Behörde Roe. Zudem seien Agenten bei Vorabkontrollen auf dem Gelände nachlässig gewesen. Mehr als 20 Schüsse aus vollautomatischer Waffe auf Uhrengeschäft im Kölner Stadtteil Niel. Verletzt wurde bei der nächtlichen Attacke niemand. Ermittler prüfen einen Zusammenhang mit der jüngsten Explosionsserie in der Stadt. Sie ordnen die Gewalttaten der organisierten Bandenkriminalität zu. Münchner Oktoberfest eröffnet. Oberbürgermeister Reiter zapfte am Mittag das erste Fass Bier an. In den kommenden zwei Wochen erwarten die Veranstalter etwa 6 Millionen Besucher. Heute im Süden erst gebietsweise Nebel oder Hochnebel, sonst sonniges Wetter. Höchstwerte 19 Grad an den Alpen bis 26 Grad am Niederrhein.